So, dann möchte ich nochmal was zu unseren Sturmanbietern sagen. Eva und Edith. Und wer weiß, wie sie noch alle wissen. Möchte ich nochmal was zu unseren Sturmanbietern sagen. Das ist wirklich nur Stimmerbieter. Zu viel Geld haben, haben wir Gerichtsverfahren und mussten erzwingen, dass sie uns wieder zuschalten. Wir haben uns absichtlich unsere Laboralarms gelegt. Und natürlich haben wir auch keinen Strom in der Wohnung und so. Und sie haben uns dann nur sabotiert. Heute wissen wir warum. Wir sollten in unserer Forschung nicht weiterkommen. Wir haben das damals nicht so erkannt. Des Weiteren haben wir jetzt Schwein. Da schikanieren sie uns, obwohl das Sozialamt schon längst Sozialhilfe zahlt. Ja. Ich glaube, das war auch um 2000. Ja. Also um 2000 müssen wir in Rostock gewesen sein. Da spitzen sich einiges zu. So, aber das Problem, diese Briefe waren zu von Edis. Die sind nicht geöffnet gewesen. Also hätten uns die Briefe jetzt einfach nach und nach reingelegt sollen. Wir öffnen alle Briefe und das ist sehr gefährlich, weil es gibt Menschen, wenn die zu viele Probleme haben, machen die Briefe nicht mehr auf. Und legen die Briefe weg oder schmeißen die weg oder so. Das sind natürlich psychische Probleme. Vielleicht versucht man halt sowas auch schon wieder einzulegen. Also das ist jetzt ganz gefährlich und ich möchte mal sagen, seit 1996 bis 2002 und auch 2002, als wir losfuhren, hatten wir keinen Strom. Wir haben vielleicht in diesen ganzen Jahren ein halbes Jahr Strom gehabt. Man hat mit uns nur gemacht, was man wollte. Und ich möchte dazu sagen, wir haben trotzdem warmes Wasser gehabt. Warmes Wasser kommt ganz zentral von einem warmen Wasserspeicher. Und sonst konnten wir bis 1999 bei Ihnen nicht kommen. Das wird dann wieder so. Wir kommen da haben alles, weil wir hatten keinen Strom. Wir hatten natürlich keinen Strom für die Forschung. Ich weiß, wir können uns absolut nicht erinnern, wo es war. Ich erinnere nochmal, dass wir uns jetzt erinnert haben, das heißt ich und der Hypnose, dass ich die Gutenbergstraße gerade aus dem Süden gegangen bin nach Alt-Badelsdorf. Dann kam da rechts eine Telefonzelle, links war Grünfinger. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter gingen, da waren dann Häuser, ich glaube 4 oder 5. In einem Haus ging ich gerade. Nehme ich an, das ist unser Haus. Nehme ich an, dass da wenigstens unsere Bücher hatten oder so, man weiß es ja nicht. Ich möchte nochmal sagen, wir sind Auto gefahren und so. Nicht nur zu nach Ruhr, sondern auch zu anderen Sachen. Oder? So, und das ist schön, dass wir so eine Niedlichkeit von Edis gefunden haben. Da stecken wir nur mit uns rum und machen diese Verschuldung. Das ist total. Ja, es ist ganz einfach zu beweisen. Wir haben das schon soziale Politik. Dann hätten sie es daran gesetzt. Das bedeutet aber auch für alle anderen, dass wir da höchstwahrscheinlich, weil wir auch im Gefängnis waren, voll zurechnungsfähig waren. Ne? Besonders ich, meine Frau, das haben wir ja nicht gekriegt, dass wir sich auch von der Stasi verfolgt fühlen und das angeblich nicht stimmt. Das bedeutet also, es sieht so aus, dass wir mindestens bis 2000 zurechnungsfähig waren. Und wir schließen auch nicht mehr aus, dass es bis zum Schluss war, weil ich habe ja noch von der WG Union, also ein Wohnungsvermieter, noch eine Einladung gekriegt und ich sollte da noch im Vorstand oder irgendwas, also ein ehrenamtliches Amt antreten. Oder? So, wir haben uns natürlich mit denen schon vor Gericht gehabt, weil die haben riesige Probleme da gehabt und man hat da nur mit uns rumgestänkert im Haus und auch die WG Union hat gegen uns ja selbst einige Sachen unternommen. Ja. Und trotzdem habe ich diese Aufforderung, die ist auch schon hochgeladen, wo sie mich haben werden. Deshalb nehmen wir ganz, ganz stark an, dass sie in Rostock das und dann noch nichts gemacht haben und dass das alles im Nachhinein kam. Obwohl wir auch nicht mehr ausschließen, dass wir in Rostock in Psychiatrien waren und Krankenhäuser noch zusätzlich. Das haben wir nicht gewusst. Das war auch schon mal psychisch gearbeitet. Und bearbeitet haben. Weil wir sind doch ganz schön elegant und haben uns doch ganz schön ausgemacht. Genau deswegen, dass man auch seit 2000 also seit 2001 nochmal ganz doll auf uns aufmerksam. Ja, das wäre es erstmal. Also zu Edis, das ist besonders interessant. Das ist ein indirekter Nachweis. Man sieht wenigstens, dass da irgendwas war. Man kann nicht mehr sagen, dass man sich irrt, weil es sind sogar zwei Mahnungen. Zwei verschiedene Mahnungen, verschiedene Geldbeträge. Und natürlich haben so eine Sockenfirmen
natürlich alle Informationen und auch WG Union allerlei Informationen und wissen, dass wir nur noch Sozialhilfe haben. Das kann ich durchaus schon mal deutlich sagen.